Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge! Guck mal hier, Frau ausgeschmissen, Auto geklaut, bum bum, rote Lackschuhe, naja, naja. Und wir fahren, 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 fahren im Hodenschritt. Miau, miau. Nichts passiert, Leute, alles cool. Mein Auto sieht noch sehr gut aus. Das sieht noch sehr, sehr gut aus. Ich möchte jetzt nichts hören. Wieso steige ich in mein Auto ein? Das ist doch meins jetzt. Ich glaube, er ist tot. Ja. Der ist eindeutig tot. Busfahrer Franklin, machen Sie sich bitte bereit zur Abfahrt. Da ist schon der erste Fahrgast und... Hoppala! Mit eingesackt. Busfahrer Franklin gibt ein bisschen Gas. Wir müssen nämlich noch nach Downtown, ja? Weißt du Bescheid? Komm, Vorsicht, Achtung! Man muss natürlich oft mit Verkehrsbehinderungen rechnen. So ein bisschen auch mal hupen an der Kreuzung, damit die Leute wissen, dass man durchfährt. Dass man praktisch diese rote Ampel jetzt nicht beachtet. Erstmal in dem Fall, bei dieser Kreuzung. Vorsicht! Na, das hätte aber fast gekracht. Ihr seht da schon einen Fahrgast. Mal gucken, ob wir den mitkriegen. Ja, sieht gut aus. Okay, haben wir gut gemacht. Die Frau wird sicherlich bei ihrem Ziel ankommen. Da vorne ist noch eine Fahrgast auf so einem komischen Stuhl. Ist eingesackt. Ist eingesackt, ist am Start. Ich guck mal kurz in den linken Außenspiegel. Wow. Man erkennt so viel. Das ist ganz klar mein Helikopter. Ich muss kurz nochmal hier für klare Verhältnisse sorgen. Achtung, Monsieur, mein Helikopter, gell? Denk dran. Geh schön weg. Nicht zum Helikopter laufen. Nein, nein, nein. Alter, er fährt mich einfach an. So, ich hoffe, es reicht dir jetzt. Guck, wie ich jetzt fertig mache. Achtung. Aufs Maul? Ja, ich hab ihm über den Kopf gestreichelt. Nein, 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 doch. Ja, gefangen und an den Arsch gekrabbelt. Scheiß auf den Bus, ich habe ein richtiges Badass-Mobil gefunden. Let's go. Serienmäßig hat er keinen Schlüssel. Man muss immer kurz schließen, die Scheibe einschlagen. Immer. Was? Kein Problem für Mr. Pussycar. Nee, 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 nee. Halt, stopp, hey. Du bist immer betrunken. Hältst du jetzt mal an? Ich bemittelfinger dich die ganze Zeit, wenn es sein muss. Mein Mittelfinger hat ihn etwas Blut gekostet und ich habe ein neues Rad. Bicycle. Bicycle. Fuck, you've got it. Thanks, man. Seriously, you saved my ass. Aber eigentlich gehört zu mir. Ich mach grad Tricks. Geh weg. Gib mir Geld dafür. Gib mir. Oh shit! Geld? Tja, mein Freund. Irgendwie sind da voll viele rote Punkte. Oh, scheiße, nein! Da klaut mal einmal ein Fahrrad und bringt. Okay, bringt den Besitzer. Ich hab mal nicht umgebracht. Ich hab ihn angeschossen. Okay, hey, das hat nichts zu heißen. In manchen Kulturen heißt es Hallo. Hallo Männer. Ich bin zurück auf der Baustelle. Wie sieht's aus? Alle mit der Zunge im Maul. Was ist denn da los? Was ist denn da los, frage ich euch. Schaffe jetzt. Probiert. Verdammt nochmal, ich fange schon wieder an, die Luft zu zerschlagen, wenn ich so sauer bin. Mach jetzt mal den scheiß Betonwischer an. Du, du. Oh, fuck. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Oh, komm aufs Maul, Mann. Du schaffst den ganzen Tag nicht, du Idiot. Muss ich euch zeigen, wie das geht. Er nimmt die scheiß Schubkarre, schmeißt sie um und schiebt sie so hin. Wie wollten ihr sonst was gebacken bekommen? Guck mal, da liegen die scheiß Steine rum. Hallo, geht's noch? Wenn das der Kunde sieht, was ist dann? Dann ist sie aber ganz schnell, ja? Ganz schnell, okay, im Büro ist er wie Krieg. Wenn er sich selbst anschießt, blutet. Männer, ich bin unzufrieden. Ich hab gute Lust, hier die ganze Scheiße abzufackeln. Mit eurer verschissenen Baustelle. Ich hoffe, der schafft jetzt was, der Kerl. Das ist doch der Hans. Was machst denn du? Willst du mich verarschen, Hans? Holy shit. Schön stehen bleiben, Hans. Du musst schon... Er rennt einfach davon, dieses Dreckschwein. Ich will ihn umbringen und er rennt davon. Sowas könnt ihr hier wirklich hassen, solche so ein Benehmen. Ja, renn in den LKW, ja. Ihr Idiote, werde ich euch noch was Kleines hinterlassen? Nächstes Mal dann bitte alles richtig machen, gell? Ich bin da mal fort. Ciao, ciao, Mene. So, guck mal hier. Nicht aufgeräumt, gar nichts. Da könnte ich ja wieder im Dreieck kotzen, wirklich. Udo, komm mal her. Hast du die Reifen da hinten gesehen, Udo? Wie Menschen mit deiner Liste? Stehen die Reifen da drauf? Hast du deine verschissene Liste gerade hingeschmissen? Alter, deine Liste auf, Junge! Oh fuck, Udo hatte ja ein ganz schlimmes Eierleiden. Oh oh. Und dann läuft ja auch noch Öl aus. Also es ist ja wirklich. Diese Baustelle ist ein totales Chaos, ja? Reifen, Leichen, Öl. Ich bin da mal weg. Ich hoffe, dass unsere Fahrer bessere Arbeit leisten. Mit dem Jürgen wollte ich noch sprechen. Der Jürgen fährt immer der Zementlaster. So, Jürgen, bleib mal gerade mal stehen. Jürgen. Dein Wagen sieht ja wieder überhaupt nicht gut aus. Komm grad mal raus, Jürgen. Also guck mal, dein Wagen. Guck dir mal hier diese Flecken an. Also ich finde das, Jürgen? Jürgen? Jürgen! Soll ich jetzt zeigen, wie man zu trinken aufhört? Komm, ich zeig's dir. Ja! Sie hat aufgehört zu trinken! Vorsicht, Sir, 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 Entdeckung, die Polizei, Entdeckung, Entdeckung, schnell, schnell, schnell! Völlig unbeeindruckt. Wuhuhu!
Franklin ist unterwegs. Und da kommt er von hinten angeschlichen, der alte Charmeur. Und da ist die Alte auch schon aufgespießt. Aber es geht weiter. Sie setzt sich zu ihm aufs Fahrrad, wenn man das so sagen kann. Und Franklin ist natürlich nicht sonderlich beeindruckt davon. Er springt und... Ganz klarer Regelverstoß. Er ist da mit der Seite des Fahrrads dem Kontrahenten ins Gesicht gesprungen. Natürlich geht das so. Geht das so nicht, ja? Und dann treffen auch schon die Punkterichter ein mit ihren Sirenenautos. Also Leute, vielen Dank, dass ihr heute auch wieder zugeschaut habt. Macht's gut. Schaut auch morgen wieder rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Kinder. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.